Hello! Hello! Als kleine Referenz für unsere, für unseren Dings-Playthrough, für unseren Shovel Knight Playthrough, ja. Also, so. Das Original ja eigentlich von Danny Sexbang ist. Ja, das Hello! Hello! Von Danny Sexbang. Hello! Der geliebte. Wow, grün! Woo! Woohoo, green slime! What the. Warte mal kurz. Hat er nicht irgendwas gesagt von eben Bossgegner? Ja, wahrscheinlich. Also, das ist ein Bossgegner. Sieht danach aus, ne? Okay, jetzt haben wir das Bossgegner. Cutscene. Oh, der hat eine Narbe, die muss ich wahrscheinlich jetzt treffen. Jetzt sehe ich erstmal, dass das aufgebaut ist wie so eine Glühbirne. Das mit den Elektrowälzen. Das ist ja voll clever. Oh, shit. Du Scheiße. Ja. Ah, ich glaube, du musst unten die Füße, ne? Ne, ich muss, Wow, Kumpel! Oh, Gott. Sieht irgendwie gruselig aus mit diesen Beinen. Das ist typisch, ja. Das ist typisch japanisch. Okay, vorne kann ich nicht treffen. Aber ich kann hier hoch. Ah. Oh mein Gott! Bam! Der Typ verblutet! Dieses Spiel ist so japanisch. Es ist wirklich japanisch, ey. Der Ding ist irgendwie technisch, aber gleichzeitig auch irgendein Octorok oder was so. Octorok, sag ich schon. Ist mir auch übrigens aufgefallen, du hast im Mario 3D Land Octorok gesagt, aber ich weiß nicht, wie heißen denn die Viecher im Mario 3D Land? Octorok. Das sind auch Octorok? Ja, also ja. Sind auch die aus Zelda? Ja. Weil die aus Zelda heißen ja Octoroks. Ach so. Deswegen dachte ich, dass du das verwechselst. Ach so, ich hab gedacht, die heißen so. Also kann sein, vielleicht auch nicht, aber ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht. Ja, ah, du kannst noch einen bestimmten Teil. Ja, ja, voll clever. Wow, Kumpel. Yeah. Jetzt hätte ich auch voll hochgefetzt. Der Blick von ihm. Jetzt hängt er fest. Ach, Mist, die andere Seite. Ich lade ein bisschen Tinte auf. Mach hier ein bisschen vollmatschen. Hm. Wir brauchen dringend viel, viel bessere von den Granaten, ey. Bei Splatoon 2, bei dem Global Test Fire, war das so eine extreme Explosion. Und da habe ich aber auch eine andere Waffe gehabt. Also wir haben jetzt hier die Pistole, glaube ich, oder das Maschinengewehr. Und bei Splatoon 2, bei dem im Multiplayer-Modus, habe ich mich auf Sniper spezialisiert, was super cool war. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich, ja, Gens. Ah, da muss man das Ding. Oh. Das ist ja cool. Oh. Ah, oh, Shish-san. Ja, wie so ein Publikum im Kino, so, oh, ah, wow. Oh, du darfst wieder von vorne anfangen. Nee, darf ich nicht. Ich habe nur eine Energie verloren, oben links. Echt? Ja. Bist du sicher? Ja. Das sieht aus, als ob du wieder von vorne anfängst. Nee, nur die Farbe. Ist wie bei Splatoon 2 auch, dass nur die Farbe dann von darunter leidet. Krass. Du verlierst in dem Sinne schon ein Leben, aber, deine Farbe verschwindet halt. Der ist jetzt voll aggro. Oder die. Das sind eher Frauenbeine. Was ist jetzt? Denkst du, es gibt irgendeinen Nachteil, wenn man das nicht in einem, also wenn man das ohne, also wenn man einmal stirbt dabei? So meine ich. Das ist gesehen, wie die Beine weggeflogen sind. Du kannst sie anschießen, ne? Und dann kommen die auch zu dir geflogen, diese Dinger. Achso, die Dinger, ja. Die Dragon Balls. Die Dragon Balls. Finde deine sieben Dragon Balls. Und deine Wünsche werden wahr. Kennt ihr das Geheimnis der Dragon Balls? In ihnen steckt die Zauberkraft. Son Goku, du bist unser Held. Du kämpfst dich tapfer durch die Welt. Gefahren lauern überall. Denn jeder sucht die Dragon Balls. Das ist geil. Dragon Balls. Ah! So, ja. Jetzt hat er gleich den Moment genutzt, um alles zu skippen. Wie er keinen Bock auf diese Story hat. Das ist ja nicht passiert jetzt gerade. Wir hätten auch einfach den Stromstecker ziehen können, oder? Definitiv. For real. For real. Swag deine Mutter, ey. Oh. Komm mir noch einmal mit for real, ey. Oh,
smack deine Mutter, sagt er zu mir. Weißt du, was das eigentlich heißt, du Idiot? Keine Ahnung, Swag ist mir sowas von kryptisch. Das ist genau wie mit Swag ist, wenn du wie Helin bist. Shoutout an Helin. Achso, ja, okay. Helin. Das ist schon wieder so ein Celebrity, den ich nicht bekommen habe. Offensichtlich ist genau Helin ein Celebrity. Genau wie diese Bibi. Kennst du die? Mit diesem scheiß Song. Vor allen Dingen, ich kenn den Song nicht. Und dann kam in Facebook raus, da wurde ja die anscheinend eine Original-Audiospur geleakt, wo sie total schief singt. Und mit Autotune wurde ihre Stimme halt dann richtig gemacht. Dass es halt gut klingt. Und ich habe erst die Original-Audiospur gehört, wo sie total schief singt. Und ich habe gedacht, what the fuck? Habe ich das Original gehört und habe ich gedacht, so, ah ja, okay, wow, was man mit Autotune alles machen kann. So geil. Und ich habe gedacht, wer zum Teufel ist Baby? Und ich gehe auf das Video bei YouTube, unendlich viele Dislikes. Die wird da so gemobbt, das ist voll heftig. Und die hat auf jeden Fall mehr Abonnenten als wir. Weißt du warum? Sie hat Titten. Titten hat sie. Wir brauchen Titten. Brauchen wir? Ja. Ich ruf Billy an. Ich hab sie gleich sofort am Telefon. Ja, Aileen ist nämlich leider wieder in Annaberg und wir sind wieder in Mainz, deswegen. Ja, ey. Wird das dauern, bis sie wieder bei uns sein wird. Schwamm drüber. Ich glaube, das ist die nächste Mission Nummer 5. Schwamm drüber. Wir haben, warte mal, lass mich mal rundzählen. 1, 2, 3. Der Boss war da Nummer 4, nehme ich an, ja. So. Ja. Sollen wir Dings aufrüsten? Was willst du aufrüsten? 20% mehr Tinte? Oder willst du? Was ist das? Links ist die Waffe, ne? Was haben wir jetzt? Ja, wir haben jetzt 200. Wir kriegen es hin eigentlich. Also, ich würde die Heldenwaffe machen. Also, warten auf die Waffe. Ja. Na gut, dann machen wir das. Okay. Wir sind gut. Wir sind gut. Okay. Wir sind gut. Ja. Dann rufe ich mal Billy wegen den Titten an. Ja. Oh, blau, wie cool! Oh, das ist mein Liebster bis jetzt. Geil. Oh. Vögel! Was du da siehst. Ach nee, das musst du vorlesen. Oh mein Gott! Warte. Nintendo? Was ist das denn? Sowas liebe ich ja, weißt du? Wisst ihr, sowas liebe ich wirklich einfach grundlegend, weil Nintendo an sowas denkt, ja? An Schwämme. Nein, die denken daran, was können wir mit dem machen, was wir haben jetzt, ja? Naja, aber auch nicht immer. Ja, aber selbst wenn es jetzt noch nicht direkt ist, also ich meine, du hast Legend of Zelda nicht gespielt, ja? Breath of the Wild. Und ich habe übrigens, ich habe es allen versprochen, ich werde Breath of the Wild auch spielen auf dem Channel. Woo. Ja. Ich spiele es aber erst noch durch mit Theresa. Wow. Wow, warum sterben wir jetzt so schnell? Die haben dich einfach 5 oder 10 Mal getroffen gerade. Aber... Sollst du lieber taktisch ein bisschen dran gehen, so. Naja, versuche ich ja. Aber wenn du lang genug untergetaucht bleibst, dann wissen die nicht mehr, was los ist. Okay, was? Gib mir ab! Bam, na ja, okay. Ich glaube, unter dir könnte das Ding sein, oder? Ist da unten irgendwas? Ich lade mich erstmal wieder auf und dann gibt's eine Granate in die Fresse. Ah, shit! Ist okay, die macht dir ja nichts. Ja, stimmt. Bam! Bam! Force Splat und dir schießt jetzt deine hässliche Fresse! Yeah. Ja, also von Bibis Music Palace wusste ich ja schon Bescheid. Von Bibis was? Von Bibi, also Bibi hat ja einen Channel. Bibi, ich hab und die hat ja Bibis Beauty Palace, ja. Von der an sich wusste ich ja Bescheid, weil die ja ganz groß in der YouTube-Szene ist und mit der wird ja schon fast deutsches YouTube quasi identifiziert. Das ist schon traurig. Und meine Cousine steht voll auf ihre Produkte. Die hat ja Produkte, die man im DM kaufen kann. Bibi? Ja. Wer ist denn das? Die ist anscheinend so berühmt geworden mit ihrem scheiß Beauty Palace Quatsch, dass die Produkte hat, die sie vermarktet. Ja, alles klar. Ja, dann kenne ich haben sie doch. Bijou Scheiße da. Was so Marshmallow-mäßiges. Die hat doch, genau, damit hat sie ja angefangen, ne, mit diesem Beauty-Kram. Und dann ist sie zu diesen, Gesang gekommen. Siehst du die Anführungsstriche, die ich mit meinen Clown-Händen mache? Ach ja, Schwämme schrumpfen, wenn ein Gegner sie angreift. Ach so, okay. Das heißt aber, cool. Die bleiben dann so? Die bleiben so lange so, bis Gegner die angreifen, nehme ich an. Oh, Vorsicht! Genau. Mit denen hast du Probleme mit den Gegnern.
Oh, okay. Die werden einfach aufgesaugt von denen. Genau, bam, die sind weg. Bam, wie cool. Okay. Sprungfeld aktivieren. Ja. Was? Ja, da vorne. Also, sobald du ein Gebiet hinkriegst, dann ist das Sprungfeld aktiviert, mit dem du weiter kannst. Ah, weil ich alle Gegner. Okay, jetzt verstehe ich das. Ich habe gedacht, ich hätte eine neue Waffe irgendwie bekommen oder so. Ja, ich hab jetzt ein bisschen doof. Der braucht ein bisschen. Handgrenade in your face. Bam. Wir haben noch nicht die Scroll. Shit. Scheinbar kann man drei neue Modi mit den Amiibos freischalten und neue Ausrüstung, Waffen und so ein Zeug. Warte, was ist dahinter? Hinter dem? Ja. Ja, okay. Scheinbar nichts. Okay, zwei Trottel. Bam! Ah, shit. Ha. Bam! Das ist schon cool. Takt. Also, deswegen, du hast wahrscheinlich gar nicht so viel Energie, ja? Die machen dich recht locker fertig. Ja. Deswegen kannst du dich auch einfach verstecken mit dem. Trotzdem, warte mal kurz, rechts davon. Guck mal da runter. Okay, das war nur ein. Naja. Das ist doch nichts. Also, dass man wenigstens ein bisschen Energieleiste hat, aber anscheinend hat man gar keine, oder wie? Ja. Hinter dir? Nee. Ich bin so wieder auf 3D-Land immer. Ja, ich merk schon. Wo sind die Grünsch? Aber die letzte Folge, die ich bearbeitet habe, bis dato. Wow! Oh, hell. Okay, jetzt wird's schon anspruchsvoller. Also, die letzte Folge, die ich bis dato bearbeitet habe, ist die gewesen, wo wir in diesem Level waren, was dunkel war, mit den Piranha-Pflanzen, ja. Weißt du noch, wo man die Feuerblume behalten musste und das Licht anmachen musste? Ja. War das ein Scheiß-Level? Scheiße. Ja, ist gut gerade. Ja, es ist. Vor allen Dingen. Ich finde das cool. Aber die links und rechts sind doch welche. Ja. Wow, genau. Wow, das war knapp. Ja. Ich find's cool, wie die so voll gespritzt werden und dann so langsam darin zergehen. Du hast recht, also du kannst wirklich nur 3-4 Schuss einstecken. Letzter Checkpoint. Hä? Okay. Oh! Die Dingskanone! Tinte Marsch, okay. Die Raketen? What the f***? Oh, what the. Aber du hast nicht gefunden, aber die war doch irgendwo noch davor. Was habe ich nicht gefunden? Die Schriftrolle. Ach, in jedem Level gibt's eine Schriftrolle, okay. Bam! Wow. Oh, denkst du, kriegst du noch die Schriftrolle hinter dir irgendwo oder willst du sie gar nicht? Legen wir Wert drauf? Das ist die Frage. Legen wir Wert drauf? Nicht, dass es wie die Golden Flagpoles ist. Aber wo ist sie denn? Im Notfall offscreen. Und jetzt musst du den Part wiederholen. Naja, das macht ja Spaß. Ja, Shiitake. Ja, ich hab gedacht, man kann einfach wieder runter anhalten. Bam, okay. Schakalaka. Seppel hat's versaut. Bam. In your face. Google die Google die Goo. Ah, oh, shit. Okay. Ja. Bam. What the hell? Ich hab nicht ganz aufgeladen. Scheiße. Oh mein Gott, das war mein letztes Leben. Scheiße. Okay. Seppel. Der Heldwanderer. Ey, mein Gott, jetzt mach ich's aber auch echt spannend. hast du wieder genug Autismus gefrühstückt? In meinem letzten Stück habe ich einen Autisten gespielt. Und wie war's? Interessant. Ich habe übrigens Seppel gesehen in Sonnenallee. Hast du davon schon erzählt eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Vielleicht bei dem Playthrough von dir und Aline. Warte mal, was ist vielleicht hinter dem, also okay, vielleicht ist da die Schriftrolle. Das erzählen wir in der nächsten Folge. Erzählen wir? Ja, dann ist doch gleich zu Ende, oder? Ja, noch eine Minute. Naja. Ja, ja. Vielleicht haben wir jetzt schon genug Geld? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, wahrscheinlich noch nicht. Was ist das? Das ist kein Geld, das ist irgendwelche Eier. Na, 368. Powerperlen. Okay. Ja, also, geh mal nach hinten links, ja. Geh schon mal zum anderen Level hin. Da in die Richtung, ja. Da, wo das aufleuchtet, das Symbol. Wow. Ah. Wow, Alter, du creepst hier herum. Naja, jetzt hast du mir schon gesagt. Ja, so, ich war wohl gerade woanders. Wirklich? Ja. Friss das! Alter,
voll in die Augen. Dem seine Augen sind immer noch voll weiß. Ja. Du bist über. Oh mein Gott, guck mal, wie cool das aussieht. Das, ja, das sieht schon cool aus. So. So, damit starten wir die neue Folge. Bam, tschüss! Sicher? Hä? Sicher? Ja. Ja? Ja? Jetzt? Ja. 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 Jetzt. Ja, jetzt. Jetzt.